Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Mein Gast ist aus Mallorca angereist, weil sein Ruf äh, gerufen hat, also sein Ruf ging ihm voran. Zuschauer haben mich gebeten, ihn einzuladen, weil er im Bereich der Hochfrequenz Hochfrequenzakupunktur ein Pionier ist, eine Weltsensation auf den Markt gebracht hat und es auch ausbildet und lehrt, und das sehr erfolgreich. Aber heute reden wir nicht intensiv über diese Akupunktur und warum, wieso es funktioniert, sondern es geht auch darum, um eine positive Einstellung zur Heilung mit Hochfrequenz, weil die Psyche darin einen ganz wesentlichen Faktor hat im Bereich der Genesung. Und wir überraschen Sie gleich mit wichtigen Informationen, bleiben Sie dran, wir legen gleich los. Ja, und da sind wir zurück und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast vorstellen, nämlich der Stefan Zander aus Mallorca. Willkommen, lieber Stefan. Vielen Dank, ja. <laughs> ja, du bist für mich authentisch, glaubwürdig und, und total bodenständig, Dankeschön. wenn ich deine Biografie nämlich noch lese. Äh, Im Vorfeld, wo ich gesehen habe, dass du auch im Kampfkunst groß geworden bist, wo ja eigentlich der, die innere Einstellung entscheidend ist, sehr wichtig ist, die Ruhe, das Zen, die Meditationen. Äh, in der Ruhe liegt ja. die Kraft, heißt es immer wieder. Also das macht für mich schon einen Therapeuten aus, wenn er in seiner Ruhe ruht, ja. in seine Mitte hat. Wie siehst du das? Ja, also ganz gewiss. Und das sollte, das ist eigentlich ein Vorteil. Es, ist ja, es geht um einen, die Erreichung eines Zustandes, mhm. ne, wie man sich fühlt. Ähm, ich wirke an sich für viele Menschen auch sehr feuerhebellig, also Löwe Aszendent Schütze würden viele sagen. Aber innerlich ähm, habe ich eine sehr zentrierte Einstellung auch meiner therapeutischen Arbeit. Wie kommt das? Ich habe mit fünf Jahren ja schon angefangen. Ähm, ich war ein hyperaktives Kind und meine Mutter wollte mir nicht Ritalin verabreichen, was damals auch noch eine äh, ungetestete Droge war und hat dann in der Zeitung gelesen, ja, da soll doch die Kampfkunst helfen. Dann hatte ich noch ein Lehrkinderjudo, war das, Abrollverhalten lernen, ähm, Kinderjudo und da hat mir gleich die Zen-Meditation gezeigt. Ich habe von diesem Augenblick den Pfad nie verlassen. Ich da, habe dann weiter Kampfkunst und Meditation Unterricht genommen, ähm, habe natürlich in einer wilden Zeit auch gekämpft natürlich, ne? also Karate, Taekwondo waren so meine auch, das war mein erster Großmeister, Shabon Park äh, damals gewesen. Dann ging die ganze Entwicklung aber weiter. Ich dachte dann irgendwann Mensch, äh, eigentlich was ich da mache, ist ja Gewalt und Gewalt möchte ich ja gar nicht. Ich bin eigentlich kein also ein Gewaltgegner, kein Gewaltfreund, ganz im Gegenteil. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, Menschen heilen ist ja eigentlich fürs Karma sehr viel besser als irgendjemand <laughs> auf die Nase zu hauen. Die Nase zu reparieren ist die höhere Kunst, mhm. also besser fürs Karma. Ja. <laughs> und dann habe ich angefangen äh, direkt nach der nach dem Gymnasium. Erst wollte ich Arzt werden, dann die therapeutische Ausbildung anzufangen. Das war parallel zu der Zeit, wo ich dann auch äh, etwas verspätet, dann äh, in Hamburg-Alsterdorf in diesem kleinen Zen-Tempel äh, Kyudo äh, und solche Sachen gelernt, also Bogenschießen, Samurai-Schwert, Aikido, sagt einem vielleicht was, Jaido. Ähm, und auch da war ich nicht ganz mit mir zufrieden. Ich habe mich dann im Tai Chi wiedergefunden und bin über die Jahre, also ich mache das jetzt circa 30 Jahre Tai Chi, Großmeister geworden im Tai Chi. Und ähm, da verbinden sich jetzt die ganzen Elemente, also diese gesunde Bewegung, gesunde ruhige Bewegung. Wenn wir heute im Prinzip das Tai Chi sehen als eine Gesundheitsübung, anstatt jemanden auf die Nase zu hauen, ich versuche es mal mhm. ganz banal, und das dann noch verbinden mit Physiotherapie, also anatomisches Wissen und Können, dann auch die den Heilpraktiker, den ich direkt angesetzt habe, und dann die Akupunktur. Wo Meridianpunkte dann wieder eine Rolle spielen im Tai Chi, nur Tor des, mit Himmel und Erde verbinden, Tor des Himmelspunkt, Yongguan Nira 1 und so weiter. Da kommen wir natürlich sehr schnell in die Psychologie. Das bedeutet, es gibt auch ich hatte das mal erwähnt gehabt. Ich habe drei verschiedene Level in der Ausbildung. Der erste ist für den Laien jedermann. Jedermann lernt 80 Punkte. Damit kann er an sich alles behandeln. Das sind tatsächlich auch die Punkte, die ich am meisten in meiner therapeutischen Arbeit benutze. Wie lange braucht man, um das zu lernen, diese 80 Punkte? So? Eine Woche. In einer Woche in einer kann Woche. ich sagen, ich kann mit 80 Punkten eigentlich schon als Akupunktur arbeiten. Ja, jetzt werden wieder wahrscheinlich ganz viele Kritiker sagen: Ja, Moment, das ist doch ja auch wieder so ein oberflüchtiges, oberflächliches Verkaufsidee. Nein, nein. Durch diese Tesla-Energie in Verbindung mit der Akupunktur haben wir eine höhere Effizienz, ein Drittel der Zeit. Ich habe das auch mal in eines der Interviews erklärt. Ich hatte am Anfang, als ich das unterrichtet habe, einen so dicken Schinken an Skript gehabt weil ich den Menschen alles über die Akupunktur ähm, beibringen wollte. Im Laufe der letzten drei Jahre, wo ich damit arbeite, habe ich das Skript fünfmal bearbeitet. Jetzt ist es nur noch so groß, weil wir eine höhere Effizienz haben. Das heißt, Meridian wird gleichzeitig mit dem körperlichen, nach dem Davos-Prinzip, eben Davos wehtut, Meridian mit Körper wird gleichzeitig behandelt. Wir haben also eine höhere Effizienz. Wir beeinflussen auch die Psyche, mehr Energie es gibt zwei Psychopunkte um mal die psychische Akupunktur und auch da in der Psyche ist die Akupunktur sehr sehr wichtig also nicht nur der Mindset da kommt auch noch mal gleich dazu gerne aber auch ähm, die psychologischen Akupunkturpunkte es gibt ein Buch äh, Akupunktur und Psychologie oder mehrere Bücher sogar ähm, und die müsste man jetzt auch noch mal abspecken mit dem Hochfrequenzgerät und das habe ich gemacht in meinem Skript das wäre die dritte Ausbildung in Verbindung mit Psychologie. Und da haben wir so eine Art Geometrie des Körpers. Wir nutzen nicht mehr die fünf Elemente Lehre von Holz, Feuer, Wasser, Metall, Erde und so weiter, sondern wir haben im Prinzip, wie die, man kann sich das vorstellen, wie die Blume des Lebens nur auf den Körper bezogen. Ja, man, man misst ja auch in Chun, in Körperzoll, mhm. in der chinesischen Medizin. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, der Nasenpunkt. Ja, nenne ich das ja. Und der Bauchnabelpunkt haben bei einem gesunden Menschen einen gewissen Abstand. Das ist der normale Abstand. Wenn es uns jetzt nicht gut geht, dann verringert sich der Abstand. Aber wenn es uns jetzt super gut geht, ja, dann ist er wieder vollkommen normal. Wenn wir jetzt aber übertriebene Arroganz entwickeln, dann ist er aber auch nicht ganz in Ordnung, dieser Abstand. Also müssen wir gucken, dass wir keep balance in everything, Körper, Geist und Seele, überall Gleichgewicht erhalten. Und ähm, auch das ist eben mit diesem Hochfrequenz-Akupunktur-Hochfrequenz-Oszillator eben möglich, da wieder eine gesunde Ruhe reinzubringen. Äh, allein der Punkt bei Where Tordes Himmels sind, ähm, liebe ich immer, ihn zu erwähnen. Ähm, der macht auf der einen Seite eine Aufrichtung im Körper, aber innerlich eine Beruhigung mhm. im Körper. Gleichzeitig wird das ganze Hirn befeldet. Und damit wird alles, was im Hirn an Körperlichkeit abgespeichert ist, auch damit verbunden. Wenn wir jetzt noch die Torschneisen öffnen, Geist zu Körper, das ist hier Geilenblasenpunkt, Blasenpunkt zur Hilfe genommen oder umgekehrt, das sieht der eine oder andere Fachmann unterschiedlich. Ich habe da so meine eigenen Tricks, aber das würde ich dann im Unterricht dann weiterbringen. Und selbst da ist die Hochfrequenzakupunktur wichtig. Wir arbeiten also mit Traumaauflösung, Wingwave über das Hemmlich-Sphären-Stimulation. Wir arbeiten ähm, mit zum Beispiel äh, anderen psychotherapeutischen Maßnahmen, Teile verhandeln, äh, Teile arbeiten und so weiter. Ganz viele Sachen. Aber immer ist es notwendig. Ohne Energie funktioniert nicht. Na? Jetzt sind wir in, ohne Energie funktioniert nicht. Das ist die Hochfrequenz-Tesla-Technologie, die ist Energie vorhanden. Jetzt gehen wir aber mal in die Psyche eines, eines Therapeuten. Wenn ja der Therapeut ja ganz bewusst die Nadel setzt oder die Hochfrequenzantenne und geistig psychologisch, ich, ich erinnere mich immer an die Quantenphysik, da, da geht's ja auch, ähm, ist doch mitentscheidend, was der Therapeut mit dem Instrument macht, oder? Ja. Absolut richtig. Und da ist eine psychologische Strategie notwendig. Und da sind wir in der Quantenphysik oder in der Quanten... also das das ist auch schon wieder eine Geschichte für sich muss ich ganz sagen. Ich nenne es ja Quantenmedizin. Was da passiert, ist im Prinzip ich kann heute das, was ich mit fünf Jahren habe ich mit der Meditation angefangen. Heute kann ich erklären quantenmedizinisch was die großen Weisheiten des Zen beinhalten und umgekehrt. Und ich glaube, es war sogar Nikolai Tesla, der so einen Yogameister als Berater auch hatte. Und ich glaube, es war auch diese Geschichte, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es gab eine Geschichte, ein Quantenphysiker und ein äh, Brahmaner, ein Yogi hatten sich unterhalten. Und dann sagte eben dieser, ich glaube, es war Tesla, wir haben jetzt herausgefunden über Quantenphysik, ähm, wie die Energie, die grundsätzliche Energie funktioniert. Ne? Und hat dann ein paar Beispiele gegeben und ganz entspannt, sagte der Yogi, dann, ach, das wisst ihr ja erst jetzt, das ist uns seit sechs bis 8.000 Jahren bereits bekannt. Und das ist das, wo ich immer sage: So der Kreis schließt sich nicht. Der eine ist besser, der andere ist schlechter. Das sind ja wir wieder in der Aufteilung, als anstatt in der Verbindung. Wichtig ist die Verbindung. All is one in allem zu suchen. Körper, Geist, Seele, Energie, alles ist eins. Und äh, auch du bist nur ein anderes kleines Ich oder ein anderes großes Ich in der Verhältnismäßigkeit meines Bewusstseins in Bereich Perspektive, Fokus und Einstellung. Zum Beispiel. Ja, ich, ich kann dir schon noch folgen. <laughs> ja, ich merke so wieder, Aber bleiben so wir doch bei dem Setzen. Äh, nochmals zur Psychologie des Therapeuten. Ja. Äh, das ist schon ein entscheidender Faktor, wenn der Therapeut sein eigenes Sagemawaji, seine Energie mit dem Wunsch Heilen, Heilung geschehen lassen zu dürfen, eigentlich überträgt in diese Nadel oder in diesen Hochfrequenzstrom rein. Dann, dann ist das ja eigentlich ein zusätzlicher Heilungseffekt. Und der dritte Punkt, wenn der Patient ja auch noch das gleiche denkt, emotional dabei ist und weiß, jetzt geschieht Heilung in mir. Toll. Das wär's doch eigentlich, oder? Das ist es auch. So funktioniert's tatsächlich. Äh, ich glaube, es war das Doppelspaltexperiment, was mhm. sie damals hatten. Ähm, in dem Moment, wo die Wissenschaftler zugeschaut hatten, hat es sich anders verhalten, als, als sie dann in die Pause gingen und über diesen Doppelspalt dann eben entstand eine Frequenz an der Wand, wo die Photonen durchgeschossen wurden, mhm. durch zwei Spalte an eine Wand. Ich glaube, jeder kennt das. Wenn nicht, ist es ganz leicht in YouTube nach. Äh, fünf minuten äh, geschichten kann man ganz leicht quantenphysik lernen in dem moment wo wir einen gedanken haben in dem moment beeinflussen wir auch das umfeld also genau diese energie dieses raumes genau diese idee des patienten und umgekehrt also wahrscheinlich kennt jeder so im allgemeinen Alltagsfall in so ich begegne einem menschen und dann fühle ich mich in dem moment wir müssen noch nicht mehr viel gesagt haben besser oder schlechter ja also hat dieser mensch mir energie genommen oder gegeben oder konnten wir uns vielleicht, das wäre ja das ideale Win-Win-Situation zu schaffen. Mir geht's gut, dir geht's gut, alle glücklich. <laughs> Ganz einfach. In dem Moment, wo ich also mit dieser Einstellung, ich möchte wirklich heilen, ich nehme meinen Patienten ernst, er kommt mit Vertrauen zu mir, ich gebe ihm dieses Vertrauen. Ja, bitte. Ja. Also im Prinzip, dass ich sage so, ja, ich werde sehen, was ich tun kann und ich werde nach bestem Wissen und Gewissen wir versuchen zu helfen, weil das meine ethisch korrekte Arbeit als Therapeut ist, dann schafft man schon mal ein, ein, ähm, ein gutes Umfeld. Und dann haben wir im Prinzip einen Basiskanal geschaffen, ein Telefondraht mental und emotional geschaffen, eine Funkfrequenz geschaffen, wo dann ähm, Heilung auch besser funktioniert, wie du es gerade angesprochen hast. Und wenn wir dann noch geräte wie das tesla gerät wenn wir die akupunktur und all das wissen was wir zur verfügung haben wir haben mit dem tesla gerät auch wunderbare schüssler therapeuten wir haben wunderbare Homöopathie-Therapeuten, wir haben unglaublich viele therapeuten die heutzutage mit so einem gerät arbeiten ich bin halt derjenige der die akupunktur macht mit glaube ich nur fünf anderen aber in dem moment wo wir diesen, diesen wunsch der heilung angeben und der Wunsch der Heilung auf uns zukommt, dann haben wir ein Sänger sender empfänger und dann haben wir einfach eine Win-Win-Situation, ein, ein Yes and ein Go. Ne? Also mhm. machen wir es. Und dann wird man auch tatsächlich ganz bestimmt erfolgreich sein können. Das ist selber die positive Psychologie letztendlich auch. Manche ja. Leute sagen, das ist ein Placebo, wo da gesetzt wird. Aber eigentlich ist es eine reine Wissenschaft, was dahinter steckt. Dass die positive Einstellung dazu führt, dass der Mensch sich viel, viel schneller ähm, die Energien aufnimmt und ein Heilungseffekt stattfindet. Äh, aber mir geht es noch eigentlich um dich selber, nämlich deine Kampfkunstausbildung ähm, ermöglicht dir doch, ich weiß nicht, ob, ob du mehr oder weniger hast oder mehr fokussiert, kriegst du nicht noch mehr Qi oder mehr Energie rein durch dein eigenes. B Bewusstsein, dass du die entwickelt oder er er erarbeitet hast. Ja, richtig. Das, das ist auch von verschiedenen Faktoren abhängig. Wir nehmen also die Himmelsenergie über den Baiwei-Punkt. Wir nehmen die Erdenergie, sammeln es im Dantien-Hai im Bauch. Deswegen heißt es immer: Warum hat der Buddha so einen dicken Bauch? Oder es bringt Glück, den dicken Bauch des Buddha. Dann wird man reich und ja, so. Ja, 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 ja. Gibt's ja mhm. diese ganze. Ja. Das, das ist eine Atemtechnik, indem wir die Schultern entspannen, wir kanalisieren das Qi in der Mitte. Dadurch kann ich das Qi, wenn es im Dantien im Zinnobergefäß übersprudelt und in jede Zelle geht. Und dann geht es in die Hände. Und dann kann ich natürlich über die Hände Chen Chi, heilende Hände, kann ich schon, also wie Reiki, Energie abgeben. Ist jetzt mein Zustand weniger gut? Oh, und alles doof heute. Dann habe ich weniger Energie. Da hast also, du kalte sag, Hände und sonst hast du heiße? Ja, regelmäßig. Und diese heiße Hände zeigt ja, sind ja Energien da, oder? wenn ich sage so, heute top Tag, die Leute top drauf, ne? mir geht's super. Und dann hat man eine ganz andere Power natürlich. Ne? Und wenn man das grundsätzlich in sich trägt, den Wunsch, also da gehen wir auf, auf tiefere Emotionen, Güte, Barmherzigkeit und so weiter. Das wird schon fast religiös und ich bin ähm, zwar in gewisser Art und Weise gläubig, aber nicht ein religiöser, gläubiger Mensch, in was Energie und göttliche Strukturen oder so betrifft. Also da habe ich so meine eigene Einstellung, jeder darf ja seine haben. Ja, Religion ähm, und Spiritualität ist auch was anderes. Voll und ganz, voll und ganz. Ähm, und wenn wir also mit dieser Einstellung von, von, von Gütigkeit in unserem Herzen, von, von Freude, von Glück, ne? also es geht ja auch im Happiness, ne? sagt Tignatan immer, ne? no Martin, no lotus, also es kommt ja irgendwo her. Und äh, ganz, ganz viele Ideen ähm, in dem Moment, wo wir eben das im tiefsten Inneren in uns haben, jemandem helfen zu wollen. Dann kann man auch mal... Äh, eine saure Zitrone gegessen haben an dem Tag und kann trotzdem noch gut heilen. Es hängt davon ab, was in unserem tiefsten Inneren ist. Also je, je mehr, um nochmal auf deine Frage äh, stärker zurückzukommen, je mehr unsere innere tiefe Einstellung, das ist, desto besser können wir heilen. Und im Tai Chi ist es ja so: Wir geben im Tai Chi formen wir Energiebälle und geben diese Bälle ab. Ja, an den Opponenten quasi. Das Gleiche machen wir in der Heilung. Wir geben diese Energie, das ist nicht meine. Also, du kriegst jetzt nicht die Stefan-Energie. Ach, der eine vielleicht will es vielleicht haben, aber die meisten vielleicht nicht. Das frage ich gar nicht, das wäre ja auch unhöflich. Nein, nein, es ist das, was uns die Natur gibt. Himmel- und Erde-Energie, die wir dann durchfließen lassen. Wir sind quasi wie so ein Kanal, sagt man auch beim Reiki, im Chechi und -Chi und geben diese Energie ab. Wir haben dann eben diese Kombination mit der Hochfrequenzantenne, äh, haben wir wieder die Möglichkeit, das nochmal zu potenzieren. Mhm. Also die Energie des Therapeuten oder auch die Wirkung auf den Patienten. Mhm. Und damit haben wir diesen Zusammenhang zwischen Antenne und Psychologie der Hochfrequenz Akupunktur. Mhm. Hab's verstanden vielleicht noch ein Punkt, positive Psychologie. Ich meine, du hast dich nach Mallorca abgesetzt, um dort zu therapieren und zu heilen. Ja. Also du hast ja eigentlich auch ein Umfeld von Positivität erschaffen. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir reisen würde, habe ich ja schon mal ein Ferienfeeling in mir drin, oder? Ich habe ein ganz anderes Umfeld. Du hast vielleicht nicht die Leute um dich um die ständig sich Ängste und Sorgen machen um dich, weil du ja krank bist und hast eine Diagnose und es ist schlimm und jeder will mit dir reden und eigentlich nur Gutes tun, aber eigentlich willst du die Krankheit gar nichts mehr hören oder konfrontiert werden damit. Also es ist eigentlich ein Umfeld, wo du wieder Alexander Glock sein kannst und nicht irgendwer, sondern du bist jetzt wirklich nur dieser Mensch und nicht die Krankheit, die dich. Andere Menschen definieren. Oh, das ist ein sehr, sehr schöner äh, schöner Grundsatz. Ähm, ich möchte jetzt auch hier wieder niemanden, das ist, liegt mir mal fern, jemanden zu entwerten oder zu, Aber wenn wir uns auf die das Problem, ne, da sind wir jetzt bei psychologischer, positiver Psychologie und so weiter, ähm, NLP gibt es viele Strukturen. Ähm, wenn wir jetzt uns wirklich aufs Negative konzentrieren, ist das halb, das Glas halb voll halb leer. Jeder kennt das Beispiel. Also wenn du jetzt nach links guckst, wirst du ganz bestimmt nicht sehen, was auf der rechten Seite ist. Ne? Also wo der Fokus ist, da bist du doch. Wenn wir uns aufs Problem fokussieren, dann werden wir wahrscheinlich die Lösung gar nicht finden. Wenn wir jetzt also ein gutes äh, äh, Milieu schaffen, wie auf Mallorca, Palmen, also ein Paradies, Meer, schönes Wetter, mhm. gute Stimmung. Dann verändert das sofort natürlich unsere innere Einstellung und das ist ja unglaublich wichtig. Und wenn wir uns dann jetzt noch auf die Lösung fokussieren, ich möchte noch mal ein ganz kleines, ganz schnell gesagt anderes Beispiel bringen. Wenn meine Kinder mal was ausgefressen haben, dann habe ich äh, immer gesagt, also dass du jetzt einen Fehler gemacht hast, ein Problem. Also habe ich nicht Probleme noch nicht mal genannt, habe ich gesagt so Darüber müssen wir gar nicht reden. Hast du Mist gebaut, ne? Auf Deutsch gesagt. Ja, Papa. Ich habe ganz tolle Kinder. Und dann habe ich gesagt so. Aber verschüttetes Wasser kann man nicht aufsammeln. Also was machen wir das? Was machen wir denn jetzt? Was könnte man sinnvolles machen? Wie könnte man damit umgehen? Ja, ich könnte mich zum Beispiel entschuldigen. Habe ich gesagt. hervorragender Ansatz. Ne? Könntest du was im Leben verändern? Ne? Hast du vielleicht noch eine andere Idee? Ja, vielleicht sollte ich es nicht wieder tun okay, das finde ich schon mal ganz gut, aber aufgrund meiner Lebenserfahrung habe ich jetzt auch noch mal eine Idee, habe ich gesagt, und zwar du könntest es so und so machen, weil aus meiner Erfahrung heraus hilft das am besten. Und dann habe ich gesagt so, und jetzt, jeder kennt Matrix, ne, den Film Blaue oder Rote Pille, jetzt hast du die Möglichkeit, deine äh, Entscheidung zu leben und es auszuführen oder meine. Das stelle ich dir frei. Da bist du wieder in der Selbstverantwortung und darfst jetzt frei entscheiden, möchtest du deine Lösung oder meine Lösung. Ja, meistens sagen, ja Papa, deine ist schon besser. Aber ich habe gesagt, aber es ist ja deine, du musst, wichtig ist, dass du äh, dir dir klar wird, dass du damit leben musst, mit der einen oder mit der anderen Entscheidung. Also du kannst die eine nehmen oder die andere. Das steht dir frei. Da bist du in deiner Selbstverantwortung. Das sollten wir auch den Patienten immer lassen in der Selbstverantwortung. Wir sind ja keine Wunderheiler. Ne? Wir sind gute Therapeuten. Wir sind gute, sehr gute Spezialisten. Aber äh, ich gehe Wellen reiten, weil ich nicht über Wasser laufen kann. So, und jetzt habe ich aber zu meinem noch einen kleinen Trick beigebracht, meinem Kind. Also anstatt jetzt das Problem zu fokussieren, die eine Lösung oder die andere Lösung? Jetzt habe ich schon zwei Lösungen, anstatt ein Problem zu haben. Toll, ne? Mhm. Wie klingt das? Fühlt sich gut an, oder? Wie fühlt sich das an? Und jetzt gehe ich noch eine Stufe höher. Jetzt habe hey, ich das gesagt, war jetzt ganz raffiniert, hä? Ja, ja. Kein Problem, hä? Cool. Zwei oder? Lösungen. Hm? Ja? Also es gibt gar kein Problem. Mhm. Es gibt nur zwei Lösungen. Da, wo ich hingucke, das siehst du dann auch. Wenn ich nach links gucke, sehe ich nicht, was auf der rechten Seite ist. Mhm. Wo ist mein Fokus? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Aber jetzt gehen wir, there's always a bigger fish. Ja, sage ich immer. Das heißt, es gibt immer noch eine Stufe höher und da wird unsere Kreativität angesprochen. Dann sage ich, was wäre wenn? What if? Ja, was wäre wenn weder deine Lösung noch meine Lösung die bessere ist? Vielleicht findest du mit deinem kreativen Ich schlafe eine Nacht drüber noch eine viel bessere Lösung als dein Vater. Das würde ich, das würde ich mir gefallen lassen. Weißt du warum? Dann könnte ich von dir lernen. Das heißt, wenn mein Sohn besser wird als der Vater, da gibt es Entwicklung bei uns mhm. Menschen. Mhm. Wir müssen ja niemanden unterdrücken. Mhm. Mein Tai Chi-Lehrer Wiki Jin hat zum Beispiel Großmeister, ich bin direkt aus einer Großmeisterlinie selber Großmeister geworden und hat immer gesagt, ich zeige euch all die Tai Chi-Geheimnisse. Und äh, das war sehr ähm, erstaunlich für uns als Schüler. Und dann hat er gesagt, ja, damit du ein besserer Student wirst als ich, ich bin auch nur ein Lifetime Student. Ich sehe mich nicht als Grandmaster. Heute verstehe ich das. Ich sage auch nicht, ich bin Grandmaster Stefan sondern ich sage Lifetime Student auch. Man kann immer weiter lernen, um, sonst gibt es keine Entwicklung. Aber wenn mein Schüler besser ist als ich, dann habe ich einen guten Übungspartner und kann mich weiterentwickeln. Das würde ich doch dankbar annehmen. Mhm. Ganz schöner Kreis hat sich geschlossen. Ja, all is one. Der Kreis liest sich. Ja. Jetzt steigen wir vielleicht doch noch ganz kurz in die Akupunktur ein, wo ja. wir auch angeschnitten haben, Energieübertragung. Das Spezielle eigentlich an dieser Technologie ist, dass es eine Ausbildung gibt und man diese Akupunkturantenne stärken kann, eben durch diese, durch diesen Wechselstrom von Tesla. Geht die Energie durch den Körper durch, und begünstigt durch eine positive lösungsorientierte Einstellung, begünstigt durchs Umfeld und begünstigt durch den Therapeut, der das mit seiner Energie ebenfalls anstößt, kriegt der Körper eigentlich von innen heraus eine unglaubliche Fülle von Energie, wo er für seinen Heilungseffekt nutzen kann. Und wenn man dann zwei drei Wochen dann in den Urlaub ist, kommt man vermutlich als anderer Mensch zurück. Richtig, richtig. Also und das, das mache ich mir auch ein kleines bisschen äh, vorteilhaft zu Nutze. Nicht nur für meinen eigenen Vorteil, Was habe ich gerade gesagt, wenn der Schüler besser wird als der Lehrer, gibt es Entwicklung. Sondern auch für meine äh, Therapeuten, die zu mir kommen zur Ausbildung, genauso viel wie, wie äh, der Laie. Also ich habe eine Ausbildung in drei verschiedene ähm, Strukturen, wobei ich das in, mit, mit dieser Wortfindung gar nicht äh, ausgrenzen will. Es gibt die... Erste Ausbildung, der erste Level, das ist die Laienausbildung. Der zweite ist die Therapie. Für ich, für mich, für ja. meine Familie. Aber, aber ich würde, ich würde durchaus den, ähm es ist ja eine gesetzliche Frage, wenn man das beruflich nicht nutzbar macht, dann darf der Leier auch weitergehen in der Ausbildung, bitte. Mhm. Ja, wenn er dadurch seinen Kindern helfen kann oder, oder seinen Großeltern helfen kann, die vielleicht äh, halb im Sieg und da gehen sie können sie wieder spazieren gehen. Ich habe das alles erlebt in meiner therapeutischen Arbeit, dann hat man ein unglaubliches Hoch an Lebensqualität mit sich und seinen Lieben, Mensch mit sich und seinem Umfeld. Und ich glaube, das ist sinnvoll, auch als Laie weitergehen zu dürfen. Das unterrichte ich gerne. Also wir haben die Laienausbildung, es sind ungefähr 80 Punkte. Akute Punkte, äh, akute Fernpunkte, akut, äh, generelle Fernpunkte, Backshoe-Points, äh, Front-Move-Points, äh, es sind Antik-Punkte, eine ganze Palette Master-Points, mit denen arbeite ich am liebsten. Und ich muss gar ganz ehrlich sagen: in meiner therapeutischen Arbeit reichen mir fast schon diese 80. Rund around 80 Punkte. Man kann dann eine Strategie entwickeln. Wie kann ich körperlich besser arbeiten, Körper, Geist, Seele, die Verbindung. Und zum Schluss in der dritten Phase der Ausbildung bin ich in der Psychologie und Akupunktur oder Psychologie und Hochfrequenz Akupunktur. Da arbeiten wir auch mit DOG, mit Bianomale Hemisphärenstimulation, mit tollen Anteilen, Teile verhandeln und so weiter, ganz tollen Sachen. Und das darf bitte jeder, auch der Leier, bei mir gerne lernen. Ich Danke dir, ganz herzlich. Lieber Stefan, hast du noch irgendwie einen eine, eine Link oder eine Homepage, wo sich die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn sie gewillt sind, eine Ausbildung zu machen oder mehr darüber erfahren möchten, bevor sie sich entscheiden, sich da studieren könnten darüber? Ja, also man kann sich, äh, wir arbeiten gerade an einer neuen Homepage. Das hat im Prinzip auch damit zu tun, dass wir uns ständig weiterentwickeln. Schnell, in drei Jahren ist sehr viel passiert. Am Anfang war ich sehr schüchtern. Jetzt bin ich schon ein ganz kleines bisschen fester im Sattel. Ähm, wissenschaftlich dargestellt ist es noch nicht. Man kann nur eben als therapeutischer Frontarbeiter gute Erfolge äh, aufweisen und das macht einen natürlich selbstsicher oder behandlungssicher. Ähm, meistens kann man mich jetzt in der aktuellen Situation in, über stefan zandereu erreichen, eine E-Mail schreiben, wenn man interessiert ist. Es läuft normalerweise so ab, weil es ja weltweit geht. Ich bin einer von fünf Therapeuten, der derjenige, der ausbildet. Das heißt, wenn ich in Paris ausbilde oder in Brasilien ausbilde, die Leute rufen mich an, vor Ort kann ich nicht Leute anwerben. Ich sage dann immer, bring mir mindestens zehn Leute. Wir können auch 60 machen oder 100. Und die sollen das lernen. Und dann verteilt ihr das da bei euch im Land. Also so ist die grundsätzliche Idee dahinter. Also ruft mich an, meldet euch bitte, wenn ihr da Leute habt, die interessiert sind und, und auch sich da weiterentwickeln wollen als Therapeuten, als Laien, je nachdem. Kann man mich kontaktieren? Die neue Webseite kommt jetzt demnächst auch ins Programm. Ansonsten hat man die Telefonnummer. Ich habe auch Signal, Telegram, alles. Mir, mir ist es grundsätzlich immer das persönliche Gespräch am liebsten, weil jeder eine andere Wahrnehmung, jeder eine andere Vorstellung hat. Und so kann ich detaillierter auf den einzelnen Rücksicht und Achtung geben und hm. dann können wir da einen hm. Weg finden. Mein Ziel ist es, es soll weltweit gerne unterrichtet Klar. werden. Jeder sollte damit arbeiten, dürfen und können. Also, wenn ich Stefan Zander Mallorca eingebe, werde ich dich auch finden über Google, oder? Ja, ich denke schon. Also, wir cool. müssen das auch schon wieder. Das ändert sich ja ständig. Da ist die Zeit sehr schnell. Die digitale Welt entwickelt sich. Da habe ich aber einen guten Freund, der sich mit darum kümmert. Und da kann man mich auch finden. Also, man ist immer, also, man, man findet mich auf jeden Fall irgendwo auf Mallorca. Super. <laughs> Dankeschön. Cool. Herzlichen Dank für das Gespräch und die Erläuterungen, wie Psychologie und Heilung zusammenhängend sind. Und dass die Hochfrequenzenergie von Tesla eine wichtige Unterstützung ist, um Heilungsprozesse im Körper auszulösen oder äh, geschehen lassen zu dürfen. In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie sich angesprochen fühlen, vielleicht mal selbst eine Ausbildung zu machen als Laie oder wenn Sie jetzt bereits Experte sind und noch mehr wissen möchten über die Hochfrequenz Hochfrequenzakupunktur, dann sind wir heute alle ein bisschen gescheiter geworden und wissen, wo wir dieses Wissen absaugen können. Und äh, ich würde mir nur wünschen, dass solche Ideen und solche Technologien sich viel, viel schneller und breiter weltweit, wie mein Gast gesagt hat, verbreiten möge, damit wir hier wirklich äh, an der Basis der Selbstheilung arbeiten, dass der Mensch die Chance hat, seine Zellen so in Schwung zu bringen, so aufzuladen, die Batterien zu füllen, dass die Heilung geschehen, geschehen darf. So, jetzt habe ich mich noch verhaspelt, macht nichts, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf mit miteinander.